Halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen hier weiter mit dem fünften Teil zu der Acustinis, Chamäleons und Co. Ich wechsle die Farbe und mich kann man sammeln. Ja, und wir haben noch nur 1, 2, 3, 4, 5 Tütchen. Ja, die werden wir heute noch auspacken können. Und ihr wisst ja, am Ende von dem ganzen Unboxings werde ich jedes einzelne Chamäleon noch in 360 Grad filmen. Und dann könnt ihr euch das hier alles nochmal in aller Ruhe anschauen. Denn ich finde die Serie wirklich klasse. Ich liebe Chamäleons und ich finde auch die Serie bombig. Claro, die Farben, die Detailgenauigkeit kann ich hier komplett vergessen. Aber das ist toller Trash, sowas liebe ich. Ne? Es sind Chamäleons, alles ist gut. So, dann lasst uns hier reinschauen. Was haben wir hier drin? Gleich dieses Mini-Poster hier rausholen. Warum das heute Mini-Poster heißt, weiß ich auch nicht. Ne? Für mich ist ein Poster ein Bild. Fertig, Ende. Das hier ist ein Leaflet, Beiheftchen mit der Nummer 4. Nebenbei bemerkt. Okay, was haben wir hier drin? Oh, klasse, Mellers Chamäleon. Wow, das hat ja auch eine absolute Mega-Färbung. Boah, guckt euch das an, die ganzen Streifen. Boah, alle möglichen Grüntöne von mega hell bis ganz dunkel. Schwarze Punkte, weiße Punkte dazwischen. Und das gehört auch zu den größeren Chamäleons, denn das Mellers Chamäleon wird über 50 cm lang. Müsst ihr euch mal geben. Wahnsinn! Und wisst ihr, was das dann wiegt? So ein Chamäleon? Knapp 500 Gramm, also ein halbes Kilo. Sollte sich also auch vorher überlegen, auf welche Zweige es hier nach Beute ausschaut. Ne? Hier haben wir die Zeichnung dazu auch klasse gemacht. Umso mehr bin ich gespannt, was wir hier jetzt für ein Modell drin haben. So. Oh, blau nochmal. Yay, ja, das sieht ja gar nicht schlecht aus, ne? Normalerweise eigentlich grün, aber das Blau kommt ja auch gut und richtig schön bemalt. Ja, guckt es euch an. Hier auch ein ganz, ganz hohes Nackenschild, was man hier aber absolut durchgehen lassen kann. Das ist übrigens genau das gleiche Modell wie das hier. Das war das ja, gewöhnliche Chamäleon. Und warte mal, das habe ich doch, glaube ich, nochmal. Genau, hier in Gelb. Hier seht ihr die alle mal nebeneinander. Also alle klasse angemalt, das ist schon absolut okay. Der Acustini, da drückst du immer gerne zwei Augen zu. Wobei wir das hier nicht tun sollten, weil sonst können wir das Chamäleon nicht angucken. Oh mein Gott, was rede ich hier? Egal. Gefällt mir richtig gut mit Ringelschwänzchen und sogar bis hinten an die Spitze bemalt. Guckt es euch an. Also Grundton ist wieder dieses Hellblau. Das hatten wir ja schon bei diversen anderen Chamäleons aus dieser Serie. Warte mal, ich habe sie gerade da. Hier noch ein blaues. Und nochmal eines. Yep, das hier sind die vier blauen, die ich bis jetzt hier rausgeholt habe. Und dann haben sie hier mit Weiß noch hier das Gesicht bemalt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Streifen sehr schön. Hier auch ein dicker Mittelstreifen, der sogar über den Bauch geht. Ja, das ist ja mal mega. Der Rückenkamm hier auch noch in Weiß gefasst und wirklich bis zur Schwanzspitze noch diese weißen Spitzen hingemalt. Also absolut okay. Wirklich sehr, sehr schönes Teil. Und ich werde die auch ganz zum Schluss mal alle hier auf meine Platte hier stellen. Was glaubt ihr, wie geil das aussieht? Die alle nebeneinander. Also schon eine wirklich klasse Serie. Ich kann mich nur wiederholen. Ich habe mich von Tütchen zu Tütchen mehr in diese Serie hier verliebt. Ganz ehrlich. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Serie. Keine Ahnung, was der Acustini als nächstes hier wieder einfällt. Ja, vielleicht kommen auch mal hier Drachen und Co. Das wär's doch. Drachen aus Gummi. Boah, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wäre ich begeistert. Okay, also hier nochmal das Bild daneben gehalten. So sieht's aus. Also wenn dieses Mellers hier sein Nackenhorn aufstellt, dann steht es natürlich auch ein bisschen mehr in die Höhe, als wir es hier auf der Abbildung sehen. Ja, die Körperform ist absolut okay. Auch das Ringelschwänzchen, jawohl. Also kann man schon durchgehen lassen. Ich sag ja, das darf man 0,0 realistisch sehen, sondern einfach nur seinen Spaß mit den Modellen hier haben. So, nächstes Tütchen, was haben wir hier drin?
sowas immer zu erfüllen, ob wir hier was wir hier haben. Das hier fühlt sich tierisch flach an. Naja, keine Ahnung. Mal gucken, wird ja nicht noch womöglich ein anderes Modell drin sein. Ja, jetzt aber. So, also die Nummer 16. Yay, hatte ich auch noch nicht. Und hier haben wir... Oh, klasse! Guckt euch das an! Wir sehen hier Augen, wir sehen Zipfel, wir sehen ein Stummelschwänzchen und, oh ja, wir haben es hier mit dem Augen-Zipfel-Stummel-Schwanz-Kamelion zu tun. Und hier ist auch die Abbildung, guckt euch das an. Guckt mega sauer. Das ist ja echt der Burner. Klasse. Ach, guckt euch die Färbung an, ne? Wenn das hier auf dem Blatt steht. Hammermäßig, wirklich hammermäßig. Das lebt übrigens auch in Madagaskar und wird gerade mal 5 cm groß. Sieht also wirklich aus wie ein trockenes Blatt, ne? Hammer, echt Hammer. Ja, ne? Zeichnung haben wir schon gesehen, spektakulär. Und ja, bin ich mega gespannt, wie das hier aussieht. Ah, guckt's euch an. Okay, also kein neues Modell. Auch das hier haben wir schon gesehen. Habe ich hier direkt daneben, dieses blaue. Ist genau das gleiche Modell. Find's aber trotzdem witzig, wie es durch die Farbe gleich ein bisschen anders wirkt. Sollte man gar nicht glauben, was Farbe ausmacht. Cool, also hier haben wir wieder eher diesen, ja, blassen Gelbton. Hier dreimal mit, boah, dunkelbraun oder schwarz ganz schnell drüber gebrushed und das war's auch schon. Die Zunge haben sie hier rot gemacht und auch die Zipfel hier an den Augen dran. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Also auch absolut okay. Und ja, wenn ich es neben das Bild hier halte, ne, das geht schon okay. Das kann man schon lassen. Also von dem her, das Augenzipfel-Stummelschwanz-Chamäleon. Alter, ne? Ich glaube, sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Klasse, der Agostini. So, also jetzt lass mal gucken. Wir haben hier noch 3 Tütchen drin. Oh, sieht auch cool aus, ne? 3 angreifende Chamäleons. Und dann haben wir hier die bereits ausgepackten, habe sie einfach mal alle hier in die Dose reingetan. Hier seht ihr es, ne? Gelb scheint bis jetzt zu überwiegen. Bin gespannt, was wir hier noch für Farben rauskriegen. Und ja, wie schon gesagt, ich werde die alle noch hier schön auf die Platte stellen. Und natürlich auch noch 360 Grad filmen. Ich glaube, ich habe das jetzt schon gefühlte 12 Millionen Mal erzählt, ne? Kann sein. Ich werde zu alt für den Job. Egal. Boah! Boah! Hartnäckiges Chamäleon! Boah! Jetzt, das ging schwer. Was haben wir hier drin? Die Nummer 15. Okay, Nummer 15. Zeig dich. Och Gott, ist das goldig. Ja, guckt es euch an. Ja, was ist denn das für ein Teil? Das ist ja nur Burner, boah, wie das hier auf dieser... Das ist ein Farn, oder? Das ist eine Farnspitze. Also auch wahrscheinlich ein total kleines. Hier, ja, ein ganz, ganz kleines Chamäleon. Gott, ist das cool. Was ist denn das? Wadons Erdchamäleon. Hammer. Boah. Ich bin da voll begeistert. Ich finde ja sowas wunderschön. Ne? Es gibt ja Menschen, die finden sowas potthässlich. Ich finde es Hammer. Echt Hammer. Guck dir das Auge an. Mein Gott, da kannst du doch nur verlieben. Warte mal, hier. Das Chamäleon ist winzig klein. Es wird nicht größer als 5 cm. Ja, ne? Also wenn das natürlich hier auf einer grünen Pflanze sitzt, boah, das hast du fast keine Chance, das zu sehen. Ist ja der Hammer. Echt Hammer. Also wirklich wunderschönes Chamäleon. Burner. So, hier ist die Zeichnung davon. Oh, und das guckt ja tatsächlich ausnahmsweise mal lieb, ne? Guckt es euch an. Und das ist schon echt ein richtig kleiner Mini-Drache, oder? Ah, toll. Echt toll. Ja, bin ich sehr gespannt auf das Modell. Was haben wir hier? Ach Gott, nein. Wieder. Guckt es euch an. Das ist... extrem ähnlich wie unser kleiner Zipfellaubfrosch. Nee, Quatsch. Ne? Also ist exakt genau das gleiche Modell, nur hier anstatt so 3 Querstreifen hat es halt hier
einen Längsstreifen. Ist das eigentlich... Nee, ist kein Glow in the Dark, ne? Die haben wir schon alle durch, oder? Stummelschwanz-Chamäleon war das. Okay, alles klar. Nee, also ist tatsächlich ein normales Modell. Hier auch wieder mit den ganzen Zacken drauf. Aber ja, so gesehen passt es eigentlich schon, ne? Wenn ich es daneben halte, das ist schon absolut okay. Da wird mich halt interessieren, ob der Agostini die Chamäleons nach den Modellen rausgesucht hat oder... ob zuerst die Chamäleons waren und dann hat man die Modelle hier anfertigen lassen. Ne? Das würde mich jetzt zum Beispiel wieder interessieren. Cool, also Vadons Erdchamäleon. Echt super, super schönes Teil. Ja, bin ich mal gespannt, was noch kommt. Denn wir sind jetzt hier beim vorletzten Tütchen angelangt. Schade, schon wieder vorbei, oder? Ich weiß, es ist der fünfte Teil, das ist ganz schön viel, aber ich könnte es ewig auspacken. Echt, also... je mehr Chamäleons, umso besser. Hier haben wir die Nummer 2. So, wen haben wir hier dabei? Boah, das Jemen-Chamäleon, das ist ja auch so ein Kracher, oder? Ist das nicht herrlich? Auch so ein riesen Nackenkamm. Auch so dieses typische Chamäleon-Grün, auch dieser Bart, beziehungsweise die ganzen Stacheln hier unten entlang. Ist das nicht Hammer? Was für eine tolle Pose hier. Boah, mega. Soll ich mal raten, welches Modell wir dazu haben? Hä? Ich denke mal, da kommt sowas wieder ins Spiel, oder? Ich bin echt gespannt. Ja, wirklich. Super, super schönes Tier. Und wenn ich mich nicht täusche, auch eher eins von den größeren. Also ich meine, es wird so um die 40 cm lang. Und das Interessante ist, dass es anscheinend sogar auch Exemplare gibt, die bis zu 60 cm lang werden. Ne? Wobei 40 cm eigentlich die gewöhnliche Größe ist, schon echt interessant. Ja, und wenn es sich tierisch aufregt, dann kann dieses Grün komplett zu Blau ändern. Drum wird's mich nicht wundern, wenn das nächste Modell hier jetzt auch blau wäre. Hier haben wir die Zeichnung dazu, auch echt klasse gemacht. Also die Zeichnungen gefallen mir schon immer echt gut, weil spektakulär. Also ich bin echt gespannt, was wir rausholen. Achtung, Achtung, Achtung! Oh nein, das ist ja der Hammer. Also mit dem Modell hatte ich recht, aber wir haben hier Türkis. Ja, guckt's euch an. Ist ja interessant. Moment, ich halte nochmal das Grüne zum Vergleich daneben. Ne? Seht ihr das? Das ist viel, viel heller. Und hier haben wir wirklich Türkis. Das war bisher noch gar nicht dabei. Also das ist einzigartig bis jetzt. Diese türkisene Farbe. Also seht ihr mal wieder, der Agostini ist immer für Überraschungen gut. Ja, krass sind ja die extrem eckigen, geraden Flecken, die wir hier bei dem Chamäleon finden. Schön finde ich, dass es wieder wirklich bis zur Schwanzspitze hier durchzieht. Klasse. Und das ist ja auch witzig, ne? Diese runde Aussparung hier oben. Ist ja Hammer. Sieht allerdings ein bisschen halt aus wie mit dem Lineal gezogen. Also ganz so krass ist es hier dann doch nicht. Aber ja, trotzdem wieder ein schönes Exemplar. Cool finde ich halt auch diese Bartstoppeln bzw. die Stacheln hier unten, die sogar über den Bauch hier noch ziehen. Ja, also interessante Bemalung. Die Augen fallen kaum auf, weil die auch komplett hier mit dem Schwarz bemalt wurden. Aber man sieht tatsächlich noch die, ja, man könnte meinen, die noch etwas schwärzere Pupille darunter durchschimmern. Okay, Beine haben sie auch noch ein bisschen schwarz angebrushed und das war's dann dazu. Okay, also auch ein schönes weiteres Chamäleon in unserer Sammlung. Jetzt halte ich es hier trotzdem nochmal davor. So sieht das Ganze hier aus. Und hier nochmal die Zeichnung daneben. Da ist es schon ein bisschen treffender. Ja, Leute, wir kommen zum letzten Päckchen. So, dann ist schon leer unsere Box hier. Schade, ging viel zu schnell. Also das hätten ruhig noch mehr sein können. Denn ich vermisse hier auch tatsächlich noch einige Arten. Zum Beispiel Helm-Chamäleons, die ich damals gepflegt habe. So, und ja, nee, komm, ich reiß das ganz offiziell hier auf. So, hier haben wir noch die Nummer 18 drin. Also die ganze Serie ist tatsächlich vollständig. Gut, das allerletzte Chamäleon aus dieser Serie. Und was haben wir hier drin? Das Thiels
Chamäleon. Auch das sieht hier wirklich aus wie ein Stückchen Zweig. Auch so alle möglichen Brauntöne wirkt total schmutzig. Umso besser ist das Ding auch getarnt, wenn es hier auf so einem Zweig sitzt. Ja, der absolute Wahnsinn. Auch dieses Chamäleon kommt aus Madagaskar. So, hier haben wir die Zeichnung. Nimmt hier den halben Wald ein, obwohl es nur ganz, ganz klein ist. Wie groß dieses Tierchen jetzt tatsächlich wird, kann ich euch nicht sagen, aber wir haben es hier auch mit einem wirklich ganz, ganz kleinen Chamäleon zu tun. Und dieses Chamäleon hat auch einen mega coolen Trick, wenn es im Sommer zu heiß wird, das heißt, wenn auch das Wasser knapp wird oder es gar kein Wasser mehr findet, dann gräbt es sich in der Lauberde ein und hält so eine Art, ja, Sommerschlaf. Fährt also seinen ganzen Organismus runter und überlebt so diese trockene Zeit. Also wirklich klein, aber oho, ne? So, dann bin ich mal gespannt auf dieses letzte Chamäleon. Ah, okay, alles klar. Hier haben wir wieder dieses Modell drin, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben mit den ganzen Zacken hier. Hier haben sie einen blauen Strich an die Flanke gemalt, okay. Und noch ein bisschen braun darunter gesprüht, ebenfalls der Kopf, Pupillen sitzen, jawohl. Und die Zunge haben sie rot gemacht. Interessant, ich glaube, dieses Modell haben wir fast schon jetzt am meisten aus dieser Serie rausgeholt. Ich sehe jetzt gerade an der Zeit, dass ich eigentlich schon wieder einen Cut machen muss. Das mache ich auch, aber ich werde das nächste Video auch gleich anschließend mit hochladen. Ihr braucht also nicht allzu lange drauf warten. Und da werde ich die alle hier erstmal auf meine Platte hier setzen und dann muss ich mal gucken, wie lange ich da schon wieder erzähle. Entsprechend mache ich dann noch ein 360-Grad-Video von jedem einzelnen Chamäleon in einem weiteren Video. Aber das werde ich sehen. Wie auch immer, ihr seid auf jeden Fall dabei und ich freue mich drauf. Ja, so, ich halte das nochmal neben das Original. Keine Ahnung, ob es hier auch Exemplare gibt mit so einem blauen Streifen an der Flanke. Keine Ahnung. Kann es sich unter Umständen auch so färben? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ne, witzig, bei der Zeichnung haben sie gelbe Punkte hier auf dem Rücken gemacht und hier ja eben der blaue Streifen an der Flanke. Ja Mensch, Leutchen, das war's. Ist ja der Hammer. Somit habe ich hier jetzt hier eine ganze Schale voll mit Chamäleons, die wir uns gleich noch hier alle genauer anschauen. Und ja, Mensch, das war's. Das war mein Unboxing über mehrere Teile zu den Chamäleons und Co. von De Agostini, klasse Serie, natürlich trashig ohne Ende, aber mir hat es trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Denn ihr wisst ja, ne, Reptilien, Amphibien, Monster, krasse Sachen, Drachen etc. läuft mir immer rein. Und wenn es dann natürlich auch noch so tolle Tiere sind wie Chamäleons, doppelt und dreifach. Also, in diesem Display findet ihr tatsächlich alle 22 Modelle, die es zu sammeln gibt. 3 leuchten im Dunkeln und 19 wechseln ihre Farbe in der Sonne. Habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können, werde ich aber noch irgendwie machen. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, der Einzelpreis liegt bei 2,50. Ich denke mal, manche Kioske oder manche Händler werden die auch teurer verkaufen. Guckt nach so einer Box. Weil in der Regel sind dann die 22 Chamäleons doch günstiger, als wenn ihr sie alle einzeln kauft in diesen Tütchen. Aber ist natürlich ein bisschen viel, wenn man sich das Ganze mit dem Taschengeld finanzieren muss. Ist ja klar. Gut, so, und mit diesem Haufen Chamäleons, ja, mega krass, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Da geht's noch mal weiter mit diesen ganzen Chamäleons. Ich sag ciao, tschüsschen, bis gleich, euer Rupi. Yay! Yeah.